Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Quick-Tipp. Und was der heutige Quick-Tipp mit dem Fach unter dem Touchscreen zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. Bleibt dran! Ja, wer kennt es nicht, das leidige Problem eines jeden Model S und X Besitzers? Dieses kleine, schnuckelige Staufach unter dem Touchscreen ist eigentlich ganz praktisch. Man kann die eine oder andere Kleinigkeit wie Ladekarten etc. reinlegen. Aber sobald man dann mal ein bisschen mehr Gas gibt, passiert das. Und natürlich hat auch mich bzw. uns als Neubesitzer eines Model S diese Situation mal richtig Piep. Und aus diesem Grund haben wir uns auf die Suche gemacht und sind auf Folgendes gestoßen. Und zwar haben wir dann in einem bekannten Online-Versandhaus, ich verlinke es euch dann unten rein, genau diese, ich nenne es mal Schublade, gefunden und einfach mal bestellt, denn das ganze Ding ist relativ preisgünstig. Ich weiß den genauen Preis nicht mehr, wahrscheinlich ändert es sich auch mal ein bisschen, aber es liegt zwischen 20 und 30 Euro, ist also erschwinglich. Und die Verarbeitung ist auch wirklich sehr, sehr gut. Innen drin alles schön ausgepaddet sozusagen mit Samt und auch so ein bisschen Schaumstoff drunter, denke ich. Und von außen ist das Ganze in unserem Fall in Carbonoptik, da wir auch diese Carbonoptik im Auto verbaut haben. Allerdings gibt es auch noch in normaler Lederoptik, aber dann auch wiederum mit diesen schön abgesteppten Nähten. Und arg viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, das ganze Ding ist super verarbeitet, ist relativ wertig, sehr wertig eigentlich. Und natürlich ratzfatz eingebaut, denn es ist eine Schublade und man steckt das Ding einfach in das Fach unten rein und hat somit Ruhe, was dieses ständige Sachen rausfloppen bei Beschleunigung angeht. Es hält auch wirklich sehr, sehr gut. Moment, ich zeig's euch gleich mal. Ja, wie man sieht, hält das Ganze da richtig gut drin, denn wenn wir es mal rausnehmen, sehen wir hier unten, ist da dieser leicht erhöhte Rand und da geht die Schublade quasi so ein bisschen dahinter mit der unteren Kante und deswegen hält die auch richtig gut da drin fest im Fach. Falls es euch also auch nerven sollte, dass ständig beim Beschleunigen eure Sachen da rausfallen oder ihr vielleicht aus diesem Grund das Fach gar nicht nutzt, müsst ihr nur Folgendes tun. Ihr geht auf den Link unten drunter oder gebt es auch einfach bei diesem großen Online-Versandhaus einfach ein. Und bestellt das Ganze und macht das Folgende. Und schon habt ihr Ruhe und ihr könnt in Ruhe beschleunigen, wenn es zusammenpasst. Und habt nicht mehr das Problem, dass euch einfach alles entgegenfällt beim Beschleunigen. In diesem Sinne, liebe Freunde, freut mich sehr, dass ihr heute wieder zugeschaut habt. Ich würde mich über ein Abo sehr freuen, natürlich auch. Drückt das Glöckchen, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und ansonsten freue ich mich auf euch im nächsten Video. Macht's gut, bis ganz bald.